Arbeit brauchst du auch gekickt werden. Ja, kann ich gekickt werden. Das ist ja unfassbar, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Let's Multiplay. Mit ja. dabei ist heute der Tom. Welcher Tom? Der Schulte. Der Cheffe. Der Second. Hallo Tom. Hallo Schulte. Hallo. Schulte, Tom. Macht ja nichts, ne? Natürlich. So, dann ist noch dabei der Second Chef, der John. Jo. Und da ist der Hida. Ne, das ist. Doch, wo ist der Hida jetzt wieder? Der direkt vor dir. Windschleicher. Ah, okay. Und dann der. Wie heißt der hier? Brejan 61? Nee, der gehört nicht dazu. Aber der Uranus. Der Uranus. Hallo Uranus. Uranus, hallo Uranus. Ich bin leider noch nicht ohne. Scheiße, wieso geht mein Licht nochmal? Und es regnet hier. Und wir wollen heute einen kleinen Konvoi fahren, ne? Regnet's bei dir? Bei mir regnet's ja. Bei uns, bei mir Schnee. Geh auf Spüleinstellungen. Machen weg den Regen. Ach ah. Ja. Ah, jetzt so. Haben wir das Licht endlich gefunden. Ja, Licht nochmal auf Öl, oder? Oh, der Uranus parkt im in der Hütte drin. Nee, das kannst du nicht sehen, weil wir die große Garage haben. Ach so. Ja. Hast du genug Geld für die Garage? Nein. 411.000. Ach, 150.000 hast du da. Fahr ich da mal rein jetzt. Der macht hier wieder auf dich die Hose. PLS euch was. Weil bei mir da ich schon nur mal. Ah, jetzt sieht man, wie ist mein Bild mal von der Seite ordentlich. So sieht das alles aus. Wo bist du denn? Ich bin immer noch neben dem hinter dir. Ich will das mal hier. Ich muss leider noch ein wenig geduldig sein, weil bei mir ist es noch bei offline. Was? Du stehst bei uns noch drin, ja? Dreh einfach mal rund um den Block. Genau. Ja. Also dem, wo fahren wir nicht mehr abst hin? Wo wollen wir nicht? Keine Ahnung, habt ihr mal ein bisschen rumcruisen da für unsere YouTubler. Kommen wir hin? Kommt da mal Ladung. YouTubler! So, Eingabe. Wo kann ich denn die aufrüsten hier? Die. Garagenmanager. Garagendetails. Aufrüsten, ach da. Garage ja. Ausbauen. 180.000 kostet das. Ja. So, neue Garage ist da. Boah, jetzt ist meine Anzeige wieder verstellt. Jetzt habe ich eine große Garage hier. So. Gucken wir mal, wo wir hin wollen. Juhu, große Garage, liebe Freunde. Ne? Ja. Da hab ich nochmal was mitgemacht hier. So, Garage. Guck doch mal auf den Frachtmarkt. Ausrüsten, 100.000. Ja, machen wir hin. Wollen wir hin? England, Italien. Boah, leck, fahren wir Polen drüber. Polen. Nach Polen? Krakow. Ja, Krakow ist gut. Krakow habe ich nichts. Ich glaube, jetzt. Habe ich jetzt die große Garage? Ich weiß es nicht so genau. So, groß. Hinten ja. Ja, klein oder groß? Nee, groß. Eine Standardgarage ist winzig, ne? Ja, die Standardgarage ist echt winzig. Wo wollen wir hin? Nach Polen. Polen, England oder ja, Italien. Hosnan habe ich, Lotz habe ich. Hosnan habe ich ja. Warte. Oder Ostilin. Oder Ostilin. Auftragsangebot. Fachmarkt. Mal auf die kleinen Hufen, weil die sind ja nicht so weit. Achso. Ich hab nur Krakow. Ich hab gar nichts hier bei mir. Machen wir mal LKW-Manager. LKW-Händler. Was? Geht immer. LKW-Händler? Ich? Ja, mach einfach LKW-Händler und Ente. Und besuchen. Und das normal aktualisieren der Frachtkalender. Das eins, was ich in Richtung Polen habe, ist. Hier ist das Ding. Debrecen. Ungarn irgendwo. Debrecen ist es. Debrecen? Hm. Debrecen, hä? Das ist Polen, ja. Das ist nicht Polen. Ich habe immer noch nichts nach Polen. Das ist das Einzige, was in die Richtung geht. Ganz unten. So weit kannst du fahren. Hä? Wie Level hast du? Ich bin Level 10 oder 11, keine Ahnung. Ach so, ich hab noch gar kein Level. Ich kann nach Debrecen. Nach Zürich kann ich fahren. Ungarn. Nach Genf kann ich fahren.
Debrecen ist Ungarn. Da komme ich nicht hin. Was seid denn ihr? Polen? Kann das sein, weil ich noch nicht da war in dem Ort? Dass ich da nicht hinkomme, ja. Deswegen? Ah, da muss ich euch erstmal näher fahren irgendwo hin, ne? Ja, du kannst ja in die Richtung, wenn du irgendwas in die Richtung hast. Hab ich nicht. Hui! Also fahren wir jetzt nach diesem Debrecen irgendwas. Ja, Polen und dann Ungarn rüber, irgendwie, wenn man schon... Ja, dann fahren wir nochmal zu Erfurt, oder? Ja, irgendwie werden wir schon auf Neukummer da, bis da nach Ungarn. Ja, natürlich. Mal gucken, ob ich irgendwas finde hier. Also, ich nehme jetzt nach Poznan jetzt mal was. Ja, das hol ich ja. Wenn's noch da ist, was ist das? Ich hol Äpfel. Scheiße. Also, ich hab nichts in die Richtung. Ich hab einen Auftrag nach Zürich, einen nach Genf. Normalerweise spiele ich um die Zeit schon lange nicht mehr. Genf? Ja, eine Viertelneine her, ich aufzuspielen nochmal. Ja. Das ist aber ganz neu bei dir jetzt. Ja, das ist ganz neu, ja, ja. Ja. Hat sich bei dir einiges getan, oder wie? Ja, ja. Was soll? Ja, Kim jetzt, wir wollen mal hin, fahren wir jetzt mal Richtung Polen, wa? Hat die Frau keine Nachtschicht mehr? Nein. So, komm Flo, früher wird entweder dann ausfahren oder nein fahren. Ja, ich fahr jetzt mal hier raus. Du fliegst nämlich durch die Luft. So. Ja. Ich guck mal, dass ich mich irgendwo hinstelle. Ich muss ja euch hinterher fahren am besten. Ich fahr schon mal auf der Autobahn hoch, weil ich bin immer offline. Komm mal Ladung, fahren wir auf der Autobahn. Ich fahr ich fahr John mal hinterher. Richtung Polen, wa? Ja. So. Ach, Kinders. Macht's doch nicht eh, also kompliziert, ja. Meine Machen wir Fresse. Doch da müssen wir abbiegen. So, nehme ich mal das an und dann folge ich euch. Ich weiß nicht, was Schneemann hingebaut. Dieser scheiß 1.15 heute was nicht hier. Geht rot. Was ist denn jetzt? Bei mir ist hier steht eh noch quer auf der Straße. Ja, die fahren alle. Ist morgens öfters. Rutscht der oder was? Die fahren wie die Bekloppten hier. Den können wir schon mal umlenken, nicht so leicht. Super. Wir wollen wohl das Flüchtlingsaxt drauf. Wir sind jetzt, fahren jetzt aus Berlin gerade raus. Aces-Ding heißt das, glaube ich. Wo fährt John jetzt überhaupt hin? John, wo fährst du? Du holst Fahrt ab. Ja, Chris heißt das. Ja, ich komme ja da verfahren, sehr fix. Nee, das war nicht gut. Verfährst dich? Das sind ja ganz neue Sachen. Und ich fahre immer noch. Ich fahre immer noch stumpf. In welche Richtung? Bremst. Ich weiß gar nicht, wo John jetzt hinfährt. Wo fährt John jetzt hin? John, wo fährst du hin? Ja, eigentlich zum Lieferung holen oder leicht verfahren. Ach so. Ihr fahrt von mir weg. In welche Richtung seid ihr jetzt gefahren? John holt Lieferung ab. Warte mal. Richtung, einfach Richtung Arbeitsamt. Arbeitsamt, okay. So, rote Ampeln sind hier. Ach, die wurde gerade grün, das war ja auch ganz gut. Ja, das ist ETS. 2 im Multiplayer. An eure Gut ist vorbei. Haben wir ja immer lange gewartet, gell? Uranus. Ja, wo? Ah, jetzt sind wir gerade wieder an den beiden vorbeigefahren, glaube ich. So, wo ist der? Jetzt kommt ihr mir entgegengefahren. Echt? Wo will Hina denn hin? Na, ich sollte zum Arbeitsamt fahren, habt ihr gesagt. Ja, von der da ist der Showtech, steht doch hier. Ja, ich bin hier auch hier hin in der Firma, ja. Ich guck mal, ob ich hier was. Vielleicht kriege ich hier sogar was, wenn ich jetzt hier rausfahre. So, ich muss hier rausfahren. Ups. Ach ne, hier kriege ich. Also kann ich wieder umdrehen. So, ich fahre. Jetzt mein Hänger ist noch da. Und guck mal, ob ich hier was kriege. Irgendwelche Angebote. Oh, ich kann nach Graz und Zürich. Na toll. Brauchen wir nicht. So, Richtung Autobahn. Richtung Autobahn stehe ich jetzt auf dem Fußweg. Komm runter zum Bauernhof. Oder Akers. Ja, Chris. Ey, das ist hier, da steht der Schneemann. Wo ist eh Akers? Ach, hier unten, alles klar. Okay. Wer macht den ersten? Boah! Was? Wurde voll gecheckt gerade. Du hast gecheckt? Genau wo ich gerade in diese Kollisionszone reinfahre, biegt einer links rein und dumpt mir voll in den Wagen rein. Das kann gar nicht sein.
Wer fährt das kann vor? Gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Wieso bei 90 kannst du niemandem was tun. Was kann ich was tun? Bei 90. Bei 90. Da passiert niemandem was. Ich bin doch in der Stadt noch. Ja, ne und? Wieso bei 90 wird nichts passieren, ne? Wo kann ich denn oben meine Leuchten eigentlich oben anmachen? Wo geht das denn hier? Ja, O. O. So, wer ist denn das hier? Der Bacenici Dani Löfka oder wer der da hier steht? Jetzt uns. Scheiße. Ne, ich hab doch jetzt. Oben hier so lustige Lampen mir drauf montiert. So, ich bin jetzt bei ER Chris drin. Musst du F4? F4? Bei F4 musst du erst den Dachmonitor einschalten. Ah. Rundumleuchten? Jetzt den Dachmonitor einschalten. Ah, okay. So, die lackt schon wieder. DLS Fabian. Wo seid ihr denn? Wir stimmen bei E-Agnes dort. Ich komme gerade zu E-Agnes runtergefahren. Ich muss nur warten, weil ich einen Ampel gerade vor mir habe. Hier haben sie schon wieder einen Anhänger geerdet, abgehängt. Der ist im Dreck versunken. Oh Gott, nee. Boah, Idioten hier. So, und dann. Volle Pulle. Mit 90 in die Hölle. Ja. Wer führt den Konvoi? Seid ihr da? Ist wurscht. Also wir warten jetzt hier bei diesem. Ja, jetzt warten wir mal ein bisschen der Kümmer. Ich kann ja ganz hinten fahren, als Schlusslicht. Der Showtech 45. Ne, 215. Wir sind die Straße ein bisschen hochgefahren. Also wir sind am Händler. An der Ampel? Ich bin in der E-Agres, bin ich hier hin, so. Ja, ja, ich fahr jetzt grad dazu. Da stinken wir ja schon. Wo ja. Seid ihr denn? Wir sind ein Stück hochgefahren. Wenn du rausfährst, gleich rechts. Okay, na dann, fahr ich raus. Ist wie Banking vorbei. Ach Mensch. Dann bist du richtig. Ey! Was kommt jetzt für ein Rindvieh hier reingefahren? So, auf geht's. Wo ist Hidan denn? Hidan, übrigens, Hidan kommt auch noch. Hidan kommt auch noch. Ja. Los geht's. Euch, glaub ich. Gib Gas. Vorhin gerade in den Uranus. So, Chef, ich soll wieder führen. Ach, geh vor, du vor. Komm, gib Gas. Komm schon, komm, ja, gib fahrt. Gas. Bist du jetzt alle noch nach D? Wie ist das nach Ding? Potsdam fahren wir jetzt. Ich fahr nach Polen. Du hast meistens einen Weg, oder? Was ist denn jetzt? Eine Ampel. Wohin fährt denn nach? Was? Die fahren nach Polen, glaube ich. Potsdam, ja. Und dann nach Debrecen weiter, oder? Ja. Gut. Gucken wir mal, wenn wir da was haben. Ja, ich ja vor der rote Ampel lieber. Meine war grün. Also ja, ich hab rot. Du kannst rüberfahren, das ist nicht synchron. Einfach fahren. Ja. Fahr! Wieder zahlen. Du musst ja wieder zahlen. Nee, musst du nicht. Einfach rüberfahren, die Ampeln sind nicht synchron geschaltet hier. Ja, druck der Chef fleißig F7. Rente. Wir haben einen verloren, oder zwei verloren. Und meine Haare liegen schon wieder ganz gut. Ich durfte zahlen, obwohl gelb ist, sehr schön. Da steht einer. Wir haben welche verloren, ne? Der steht ganz ungünstig, der Vogel da. Ja. Delta Rip. Steht einer. Ich sehe niemanden. Ja, wenn du rechts abbiegst und gleich Richtung Autobahn fährst. 18 Tonnen in Tomaten und dann kämpft er da hoch, ich glaube, ich spinne. Soll ich anschieben? Nein. Da steht auch noch mal einer. Ja, an der Autobahnauffahrt steht. Wir müssen noch auf die anderen warten. Ja, ja, ich fahr jetzt damit. Oh, da steht schon wieder einer. Zwei. Da parken zwei. Wie aber es ist schon. Da einer. Wo bin ich? Oh. Wenn ich jetzt auf 90 bin und es geht nicht schneller, wäre ich zur Sau. Ah, das geht nicht schneller. Oh, leck. Der viel lackt schon wieder. Nein, du lackst. Ich kann nicht. Ja, das Scheiße. Das ist mal wieder typisch. Nicht läuft flüssig. Ja, aber mir leckt es auch ein bisschen. Wo ist denn der Rest eigentlich? Nächste Ausfahrt, nächste Spül. Warum fahren wir jetzt hier nicht? Hinter uns ist noch einer. Hidan ist auch hinter uns noch.
Ich hätte gerade ausgemusst. Ich sehe den Ursus oder Uranus. Nach Poznan. Okay. Poznan fahren wir. Boah, was bremst du denn so, ey? Alter, ey. John, was machst du denn da, ey? Weiß nicht. Doch gar nicht. Du hast voll gebremst. Du standst auf einmal. Ich war ein Meter hinter dir auf einmal. Ich hab schon. Ich hab dein Hinterteil schon wieder fast geküsst. Und mein Gamepad ist immer noch am quietschen. Willst du? Ja, man hört's, ja. Ja. Spuck mal rein. Was? Reinspucken? Spuck. Ja. Nee, keine gute Idee. Ich mach das mal meinen Tempomaten an. Ich bin ja, glaube ich, der Einzige, der keine Ladung hat. Ja. Flo, kannst du dann die Szenen rausschneiden, da wo ich gerade Nasen bohre? Man fühlt sich immer so unbeobachtet, ne? Ja, aber voll. Ja. So, hier schon wieder runter. Also, wir fallen nur noch rauf, runter, rauf, runter. Jetzt geht's nach Polen. Nach Polen geht's jetzt. Ja. Na, dann wollen wir mal Napoleon. 80 fahren. Denkt dran, Leute, passt auf eure Reifen auf. Kaum gestohlen, 80, schon in Polen. Wieder 80, wieder 80. Was der 80? Ach, jetzt kann ich wieder zurücklehnen hier. 80? Achso, oh. 80, ja. Ups. STVO. Ja, in Polen gibt's die nicht, ey. Hier ist doch auch nur gestohlen. Stehen wir mit dem Tempomat mal auf 80 ein. Wenn der Rest auch nochmal Gas gibt. Haben wir ja alle. Weg, ja. Wo fahren wir nochmal an? Siehst du mal Fährlicht, Tom? Nein. Siehst du meins? Nein. Nein. Achso. Man sieht ja. Ja, so viele Lampen hast du ja Traum. Ne, das stimmt. Bei mir ist jetzt alles hell. Schön hell. Ich mach die ganze Zeit hier Fernlicht, ey. Ich mach dir hier riesen. Ja, du hast dann jetzt mal Lampen da. Alter, du leckst ganz schön, John, ey. Ich muss noch einen Tick hinter dir fahren, glaube ich. Ja, dann fahr halt vorbei. Nö, Alter, ach, alles. Ja, ach, wobei, eigentlich eine gute Idee. Ich fahr mal an den Tom vorbei und guck mal, was er so macht. Ja, aber lack mal zu einem als letztes fahren. Also, John. Ich so. Was? Also, John. Ja, und? Passt doch. Erst Schiff fährt voraus und der Zwerg fährt hinten auch. Ich überhole. Und Vollgas überholt, ey. Danke. Ist da von der Mautstelle irgendwann auf dem Symbol da? Ja, lass uns an der Mautstelle nochmal alle treffen, damit wir wieder einheitlich fahren, oder? Wir fahren doch gar nicht so weit auseinander. Ne? Der erste ist von mir über 400 Meter weg. Ja, dann. Passt schon. Wenn Showtech ein bisschen ab. Der Lackabstand. Showtech fährt Schlangenlinien. Hast du schon was getrunken, Showtech? Nee, das ist aber normal, wenn ich am Handy bin. Also, liebe Kinder, nicht. Lieber nicht. Siehst du, ich wollte schon die Kamera reinzeigen und mit den Finger zeigen und habe fast selber einen Unfall gebaut. Ja, Showtech, Gas geben einfach hier an der Mautstelle, ne? Das sieht Mautstelle. Schon. Achso. Grenzübergang. Ah, der Grenze. Ach, okay. Sieht schon keiner. Ja, gut, das war die Grenze. Ja. Ahnt ja keiner. Ich war ja nie in Polen. Ich auch. Ihr habt die Grenze überschritten. Hier ist vorbei. Da vorne ist irgendwo ein Blitzer. Echt? Ja, toll. Nee, komm, gleich bei der zweiten. Bei der zweiten Grenze erst. So, Tom, lass uns mal hier kurz warten auf die anderen. Ja. Sind eigentlich noch Mautstellenplätze da, oder? Ja. Bitte nicht den ganz linken, den ganz rechten nehmen, der geht nicht. Nein, muss da bleiben. Wieso muss ich jetzt eigentlich Maut zahlen, ey? Oh! Selbstfahrer bist du, jetzt Maut zahlen. Mist. Jetzt funktioniert nicht. Ganz rechts. Nicht ganz rechts, der geht nicht. Ja, ich fragte doch, welches nicht funktioniert. Ganz rechte. Showtech, warte mal. Bleib mal stehen. Ganz rechte. Bitte, 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 bitte. Damit wir den Rest hier wieder dran haben. Ich schau mal das von draußen an. Ja, das. Kann ich mal Flycam. Ja, hab ich. Dann mal alles vor. Bin auf jeden Fall alle durch. Alles vor mich. Alle vor John. Ja. Der Uranus müsste auch noch vorbeifahren. Ja. Hoch.
Der Uranus will immer als letzter fahren. Okay, lass den Uranus als letzten ganz hinten fahren. Gut. Aber fährst du mal an. So, jetzt bin. Jetzt gib ihn. Ja, Schulter wartet noch ein bisschen. Also ganz langsam. Disrespectful driving and ramming. Dafür wurde einer jetzt einen Tag gebannt. Auch schön. So, 80. Dann muss ich ja mein Tempomat nochmal einstellen hier. Auf das 40? Ah, jetzt wieder 80. Jetzt wieder 80, ja. Hier dann, wenn du betrunken bist, siehst du die Zahlen sowieso doppelt. Das heißt, überall wo 40 steht, darfst du 80 fahren. Sag ich morgen auch. Da stand 130. Nein, da stand 260. Ja. Die geile Nougat-Schnitte wurde. Nee, 390 sogar. Habt ihr gesehen, die geile Nougat-Schnitte wurde für einen Tag gebannt. Disrespectful driving. Arme Nougat-Schnitte. Die arme Nougat-Schnitte, ja. Nee, die geile Nougat-Schnitte. Ich mag keinen Nougat. Haben wir schon Witter noch mal Stelle? Nee. Er wollte nach Polen unbedingt. Nicht nur, dass wir uns Reifen klauen, die klauen sogar das ganze Geld aus dem Portemonnaie. Kaum gestohlen, schon in Polen. Aber echt, hä? Ja. Hey Gott. Ferne. Wir wollen Eier schaukeln. Wie geht's denn dann weiter? Müssen wir dann geradeaus weiter? Weil meiner will jetzt, dass ich unbedingt rechts abbiegen würde. Nee, nix da geradeaus. Deswegen frage ich nur. Einfach geradeaus weiterfahren. Der Chef ist ein Konvoiführer, also die will schon wissen, wo wir hinfahren. Ja, ich sehe ja nicht, wo ihr hin müsst, das ist das Problem für mich. Achso, wo muss denn? Wo fahren wir überhaupt hin? Warum wollen wir es einfach das Navi wegschauen? Postland fahren wir jetzt. Achso, ich kann mein Navi immer ausschalten, so. Moment. Ah ne, F3 war das, ne? Ja, F3. So. Nochmal. Du brauchst kein Navi. Nö, ich folge einfach der stumpfen Masse. Viel war schade, dass die Lichttube, die von einer nicht gesehen wird. Fährt Tom schneller als 80? Nee, vor 81. Achso. Sieht mir nicht so aus, wenn du irgendwie mir wegfährst. Weil es nicht synchronisiert ist. Überholt bin ich an dir vorbei, Flo? Du kannst an mir vorbei, ja. Nein, du bist noch nicht an mir vorbei! Was denn nun? Ich frage, bist du an mir vorbei? Ja, bist du mir vorbei. Ich hab verstanden, darf ich an dir vorbei? Nee. Ich hab verstanden, darf ich an dir vorbei? Von der Sicht, da warst du nämlich schon längst hinter mir, deswegen frag dich fast aber nach. Ja. Hör zu mal zu. Oha, warte mal. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Du bist davor oder danach, verdammt nochmal. Das ist halt irgendwie, dass wir zum Beispiel Fernbedienung oder eine Flasche Cola oder so, das sind ja alles Subjekte. Und tief ist ja dann irgendwas tief ist. Halt tief. Ein Loch ist zum Beispiel tief oder so. Und ein Subjektiv ist einfach irgendein Subjekt, was in zum Beispiel ein Loch gefallen ist, ist dann ein Subjektiv, weil das Subjekt ja aktiv ist, in diesem Loch drin halt. Deswegen Subjektiv. Ein Loch also, ist doch eh Subjekt. Nicht so wegen, ich wüsste dies und das nicht, ich weiß alles. Ja, genau, ich weiß alles. Oh, Mama Mia! Ein Subjekt, was tief ist, ja, ja. Oh, ja, schmeiß Hirn vom Himmel. Ja, aber bitte massenhaft, ne? F6, mal gucken, ich dachte, der bremst schon wieder noch voll mehr ab. Hm? Okay, ich habe noch über 24 Stunden Zeit, das Ding abzuliefern. Ja, ich weiß auch nicht, wo Tom jetzt hinfährt überhaupt. Tom fährt nach Poznan oder so ähnlich. Ach so. Oder Poznan. 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 Und von dort aus fahren wir nach Ungarn. Ah, okay. Und ich fahre euch Frauentag. Und bremsen, runterbremsen. Ich bin schon beim Bremsen, aber ich bremse wesentlich langsamer als du wahrscheinlich. Was ist denn hier? Ja, eine Maut? Eine Mautzone. Noch eine? Sind wir schon aus Polen draußen? Nein. Nee. Wir wechseln nur die Autobahn, wie es aussieht. Achso. Autobahnnutzung, ja. Da muss man für jede Autobahn hier zahlen, oder wie? Oh, genau auf der Linie angehalten. Noch ein Stück vor. Jo. Wer ist denn da neben mir? Ich. Deswegen, ich fahr grad langsam, weil du vorne bist. E-Akris. Gib Gas hier dann. Ja, nur weil du kein Gewicht dran hast. Ich hab doch das unsichtbare Schwergewicht hinten dran.
Ich muss und mal die Pralinen, die du während der Fahrt frisst. Ja, genau. Und mein eigenes Körpergewicht. Du, ach so. Hm? Ja, John, das sollte man schon aufmachen. John hat vergessen, die Maut zu zahlen? Nee, den Retarder vergessen. Ach so. Was, ein Retarder? Ja. Willst du mir erzählen, ich fahre wieder mit Retarder? Nein, niemals. Da kann ich nicht, ich seh die nicht. Ist doch die Motorbremse, ne? Der oder? Bremse ist die Motorbremse, der Retarder ist wieder was anderes. Was macht denn der Retarder? Er ist Retard. Macht er eigentlich nichts aus wie Motorbremse. Ah, okay. Oh, was macht denn Tom da? Wo bremst du denn hier ab? Ja, und Postmann reinfahren. Ah, so. Rechts war. Ich hab den Blinker nicht gesehen, deswegen hab ich mich jetzt das gewundert, was du vorhast. Das war sehr knapp. Ich habe gerade fast noch den Heater mitgenommen. Ich hätte wohl den Showdeck mitgenommen, weil ich den Blinker nicht gesehen habe. Abst hin. Stokes. Ich weiß gar nicht, muss man kicken. Was so Stokes? Ja, muss ja. Was? Ach, sind wir schon da? Ja. Mhm. Ach so, das ging ja schnell. 26, erster Aufenthalt in Poznan. Boah, wer kennt sie nicht? Die Weltstadt Poznan. Hm? Du weißt, wie die in Deutschland heißt? Ja. Ich weiß es nicht, wie sie in Deutschland heißt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Oh, ich hab gerade ein bisschen gelackt. Entschuldigung, John. Nicht gemerkt. Der Hinan ist vor mir auf einmal so stark in die Eisen gegangen, dass ich es gar nicht mitbekommen musste ich. Der ist vor mir auch plötzlich so abgebremst. Okay. Dadurch, dass er so geleckt hat, ist er für mich noch weitergefahren und dann plötzlich stecken. Ich hätte vielleicht auch nicht so auffahren sollen. Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Wenn ich nicht so stark gebremst hätte. Oh, was ist denn hier los? Wir sind da? Ja, wir sind da. Hier ist ein Mega-Verkehr gerade. Mega-Verkehr? Merkt das schon, vor mir, ich sehe auch nur vor mir nur so einen schmutzigen Anhänger. Kidan hat schon wieder den Anhänger nicht geputzt. Weil ich muss ja gar nicht nach hier, ich muss eigentlich nach Ungarn. Was mache ich eigentlich hier? Nach Ungarn? Kannst du über Polen nach Ungarn jetzt fahren? Ja, ich habe jetzt aber mittlerweile. Vorhin hat es mir gesagt, wo wir losgefahren sind, naja, so 11 Stunden. Oh, Achtung, da kommt ein Irre. Wow. Der war echt ein bisschen irre. Der sah auch sehr irre aus. So. Müssen wir rechts abbiegen. Na, schon jetzt 27 Minuten Aufnahme, das ist schon ganz gut. 27 wirklich Minuten. Großzügig die Kurve genommen. Ja, ist bei mir, ich habe nur 90 Grad Lenkrad. Musst du aber mal schwerer mit einem einlenken. Team weiterfahren da. Ich stehe bleiben. Ich ja. Kann nicht weiterfahren. Schrodek steht vor mir. Ich kann auch nicht weiterfahren. Da guck ich mir da weiter mal die Weltstadt an, während ihr euer alles abliefert. Da kann ich einen Auftrag annehmen, jetzt von hier. Balleck, Alter. Während zum es fahren da. Die Hänger sind wieder umgeschmissen. So. Gucken wir hier irgendwelche Aufträge. Mit Köln. Dem Rundumleuchten, das ist so nervig, ey. Das ist Spanier. Ich habe hier einen kleinen Auftrag angenommen. Wo bist du hin? In der Stadt einfach nur. Hast du woanders hin? Hm? Oh, das schaut wieder gut aus. Der Hänger liegt am anderen Hänger drauf. Dankeschön. Steffi, was machst du? Was wird denn das? Ja, ich seh nichts mit der ganzen Tür unten. Ja, ich seh es. Du willst 20 Mann miteinander einpacken wieder. Weil das noch schäbe ist, keine Koalitionssolle gegeben hat. Nur Verrückte hier. Da hast du warten, bis du einpacken aus dem. Jetzt wird's, jetzt ist gut, Tom. Fängt so noch an zu regnen. Ja, regnet's bei dir, bei mir nicht. Einstellungen ausschalten. Dann ist ja nicht mehr realistisch. So. Außerdem soll's ja Regen, Schnee, Schnee, ne? Stimmt. Ja, das könnte auch Schnee sein, ja. Ein Tannenbaum.
Aha. Geht die Reise hin? Ich fahre jetzt nur hier ein Dorf weiter. Also nur einen Laden weiter, dann kann ich es abliefern. So, schauen wir mal, was haben wir denn von da? Oh, ich bin hier viel Hunger, da liegt schon wieder einer auf der Nase. Ebre 10. Ebre 10 halt. Ja, und wieder liegt einer auf der Schnauze. Ja, einfach mal Ampel einfach mal überholen. Wo fährst du hin, Ur-Opi? Ur-Opi? Da heißt denn hier Ruhe? Achso, der. Nach Krakow. Doch so weit. Wo ist Krakow? Jetzt wir mal dann aus hier. Unten. Das ist ja auch noch in Polen. Unten Richtung Ungarn. Sehr gut. Ja. Krakow. Ach hier. Ah ja. Also ich hab nur Rockler runter. Ich hab mir Lodge. Ich muss noch 20 Kilometer fahren hier. Was Lodz? Aber Lodz war wieder auch nichts nach Ungarn. Ja. Bleibst nach Ungarn. Ja, pass auf, mach mal so. Du nimmst jetzt nach Lodz, dann fahrst ihr weiter nach Lodz. Und von Lodz nach Krakau runter. Und dann treffen wir uns in Krakau wieder. Okay, ciao. Krakau. Krakau habe ich auch nix. Ja, aber du hast Lodz. Krakau habe ich was nach Kosice. Du hast doch gerade gesagt, du hast nach Lodz was, oder? Ja. Ja, dann nimmst du jetzt die und fährst nach Lodz weiter. Von Lodz nach Krakau runter. So. Ja. Und ich fahr nach Rockler runter. Wie folge ich jetzt? Du musst wohin? Ja, du kannst mit den anderen mitfahren. Mit Uranus und mit John. Wo sind die jetzt gerade? Die müssten eigentlich immer noch vor dem Ding stehen. Wo müssen die denn hin? Lohnt sich immer zu Trinité, aber ist ein Trinité. Das ist eine Firma. Ach, der ist wieder der Trassen. Ach, cool. Ja, ich fahre hier mal kurz meine. Was habe ich jetzt überhaupt aufgeladen hier? Was war das nochmal? F6? Ein Digger habe ich aufgeladen. Ein Bagger. Ja, dunkle Nacht hier. Den fahr ich jetzt mal kurz weg hier. Ah, bin ich schon da, wo ich es abliefern muss. Ups. Hier bin ich ja gut reingekommen hier, ey. Hat natürlich wieder keiner gesehen. Zum Glück. Och, das ist ja zu oft. Was? Irgendwo ranfahren? Oder was meinst du? Also, bis nachher dann. Was? Machst du? Paar andere Richtung. Wir fahren nach Lodz weiter jetzt. Da hätte ich Ladung. Vielleicht habe ich auch noch einen Auftrag in die Richtung. Ja, was nu? Was nu? Was nu? So, jetzt mal Ladung holen. Hm. Du musst links hiedern, ja? Du musst da steht der Uranus, da wart's. Nee, ich fahr jetzt hier nach. Du musst auch in die Richtung, wo die anzeigt gerade. Ja, aber kann mal rechts ranfahren, warten auf die. Hey, ich komm wieder, ich muss eine Ladung holen. Ja, ich wieder bis ganz naus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier Lodz sein soll. Was? Juhu! Bonus! Ich muss eh über Lodz fahren. So, wo müsst ihr jetzt? Ihr müsst wohin? Nach Lodz oder so ähnlich heißt der Ort. Lodz. Aus irgendeinem Grund fährt der Uranus jetzt in eine andere Richtung oder was? Nee, das nein. Doch, das sah jetzt so aus für mich, wenn du anders abbiegst. Bleib doch ruhig. Lodz oder Ungarn? Verlacken der da. Da lackt er wieder. Ah, hier nach Lodz. Ach nee, von Bremen, ja super. Muss jemand in die Slowakei? Ah, wobei, warte mal. Da fahre ich doch an Lodz vorbei. Ja. Warte mal bitte auf mich, wo auch immer ihr sein mögt. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Ich bin nur bei Stokes. Ich bin immer noch kurz nass.
Okay, dann komme ich da jetzt gleich hin. Ich muss nämlich über Lotz nach in die Slowakei runter. Wo musst du da hin? In die Slowakei? Nach? Warte. Sag ich dir jetzt gleich. Ich muss eben kurz den Auftrag abholen, dann kann ich es dir genau sagen. Da sind da die doch. Wer waren das denn eben gerade? John und Shotek, ne? Nein, die fahren dann weg. Achso. Meine ich. Hol nur Ladung. Jo, Ladung? Achso, okay. Na, dann wartet mal kurz auf mich, dann bin ich gleich da. Dann fahren wir gleich zu dritt nochmal. Während ich ihn noch ein bisschen aufnehme hier. So. Mit den ganzen Verrückten hier unterwegs. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier, wenn der Chef nicht da ist. Und der zweite Chef auch nicht da ist. Sieht ja keiner. Oh, mich hat's fast gedreht. Auf die Seite geworfen, das war knapp. Eieiei. Mach los, halt. Dass ich ja irgendwann in Erdbogen stehe, wo? Hm? Aufliege. Ui, Radlader, 25 Tonnen. Aua. So, ich fahre jetzt an der Werkstatt vorbei hier. Ja, warte, ich guck mal gleich. Ich hol meine Fracht eben nochmal ab. Hä? Was nur war das denn? Satteln. Was war das denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt gerade gegengefahren hier? Oh nein. Häng ich fest? Nee. Irgendwo habe ich mich gerade festgebackt und ich weiß nicht woran. Ich habe gebremst und auf einmal habe ich geholpert. Hat's geholpert, so rum. Hat's geholpert. Katastrophe. So. Nee, du. Nee. Scheißdrecks hängen da wieder rausbringen. So, ich bin jetzt bei, wie heißt der Laden hier? Stokes bin ich. Ja, da komm ich dran. Ach, da hinten steht Hidan. Komm schon. Da steht Hidan, okay. Hidan, bleib da mal stehen, ich hol jetzt in die Fracht ab, ne? Da, wo du jetzt stehst. Und beweg dich am besten ein bisschen, Hidan, damit du nicht gekickt wirst. Weißt du, warte auf mich, ich komm schon. Ja. Wo bist du denn? Hidan, komm schon. So, da steht der Uranus, steht da auch noch? Was macht der denn hier? Ich bin noch da. Achso, du wartest noch ein bisschen. Akime, was soll der Scheiß? Du wartest noch, bis hier ein bisschen ruhiger wird, ja, um abzuladen. Hilf mir nix da. So, ich fahre jetzt. In der Kram zur Sau. Was? Wo ist denn dieser andere Auftrag hin? Hä? Bin ich die Zeit abgelaufen? Oh nee. Nee, wenn's dumm geht, steht er in der Erde. Sorry, schreibt er ja, du Vogel, du. Soll ich die Leerse lassen, lass mal. Aber ich hätte doch hier einen Auftrag drin in der Welt, habe ich den nicht angenommen eben gerade? Einfach nochmal zurück und nochmal gucken. Ab und zu ist er ab und zu irgendwie verschwunden oder der kommt schon wieder. Der ist weg. Oder haut's in den Erdboden eingraben? Nee, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht. Ich den vielleicht nicht angenommen? Nee, der ist weg. Oh nee, ey. Toll, jetzt kann ich nicht. Einfach ein Stückchen und fahr zurück, warte ein bisschen und fahr wieder rauf. Nee, ich hab den Auftrag angenommen, dann soll ich da hin. Also da bin ich da hingefahren, wo ich ihn abholen sollte. Und dann war der Auftrag vom Frachtmarkt weg. Wahrscheinlich gerade ins gesehen, ob der ein paar Sekunden ausgelaufen ist. Ja, das kann gut sein. Vielleicht kommen wir da nochmal neue. Ja. Kommen wir da jetzt erstmal nach Lutz weiter, oder? Ja, ich komm schon. Komm schon, wir hatten ja mal aufgehalten. Komm ich schon. Wie oft kommen denn neue Aufträge? Dauert lange. Ja, ich würde die Player da und warte, was dort ist. Ja. Machen wir es mal. Dann kommen wir mal zu dir. Wenn die Möglichkeit was hast, auf LKW-Händler gehen und besuchen. Wieder verlassen oder was aktualisieren. Ey, ich bin vor zu da. Weiter kommst du. So, aber hier dann stehe ich jetzt wieder hier. So,
So, Warmlinge an. Immer in der Stadt von was lackt. Oaks. Jo. Hier Richtung Stelzen hier fast Stokes. Eine war grün. Dann warten wir doch noch mal ein bisschen. Komm ich schon. Kommt. Ja? Ist er.